Es wurde zunächst gesagt, dass am Hauptbahnhof man dort eine Sperre bildet, einen Cordon, der im Prinzip ein Weiterentwickeln der Demonstration nicht mehr möglich machen würde. Und das war für mich schon ein Klick, ein Auslöser. Wenn also eine Demonstration auf sowas zumarschiert, dann wird es dort irgendwann einen Knackpunkt geben. Also das wird wahrscheinlich nicht wie in Portugal mit Nelken abgehen, dass man Nelken oder Nelken überreicht, sondern wenn da jemand durchdreht und es rückt nach vorn oder wenn es einen Befehl gibt, dann wird es blutig werden. Eines muss ich sagen, und ich habe mich auch früher schon, gleich am 89, es wurde nicht darüber gesprochen, dass auch Waffen eingesetzt werden. Also ich muss sagen, und ich bin heute noch davon überzeugt, dass es keinen Schießbefehl zu diesem Zeitpunkt gab. Aber ich meine, es hätte ja gereicht, wenn man mit Räumfahrzeugen, die dort standen, und davon wurde gesprochen, nicht? Also dass Fahrzeuge dort stehen, dass man dort einen Kordon bildet. Und wenn es solche kritische Situationen gibt und ein Fahrzeug rückt nach vorne, dann gibt es natürlich eine Panik. Denn man muss ja sehen, so viele Ausweichmöglichkeiten sind nicht. Wer Leipziger ist, sich in der Leipziger Situation auskennt, der weiß natürlich, welche Rückzugsmöglichkeiten es dort gibt. Und man wusste natürlich auch, dass die Betriebskampfgruppen natürlich Natürlich, bewaffnet sind natürlich. und Und Leipzig hatte ja viele Angehörige der Betriebskampfgruppen, nicht? Also ich gehe mal davon aus, dass wir in Leipzig mindestens 20 Hundertschaften hatten. Man muss ja mal einschätzen, in Leipzig gab es rund 70.000 Mitglieder der Partei. Und in den Betriebskampfgruppen waren ja vorrangig Parteimitglieder, aber nicht nur Parteimitglieder. Und so eine Hundertschaft, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wirklich 100 Mann waren, also, und sie waren ja auch nicht schlecht bewaffnet. Aber ich glaube, dass es Betriebskampfgruppen gab, war auch gar nicht so schlecht, denn viele von diesen Betriebskampfgruppen haben natürlich sofort empfunden, ja, auf dieser Straße könnte ja auch mein Bruder, meine Frau oder sonst jemand oder meine Kinder sein. Und ich glaube, das hat zum Ausgleich der Atmosphäre auch beigetragen.